Bonjour aus Nizza an der Côte d'Azur mit einer Liebesgeschichte rund um Paulina Ljubas. Ich treffe beim Promi Big Brother Kandidatin Check die Paulina in ihrer Wohnung in der Altstadt von Nizza. Am Briefkasten steht der Name Petroni. In der Wohnung gibt es Kuschelbilder der beiden. Wohnt sie hier wegen des sexy französischen Influencers Tommy Petroni? Verzwirbelung, weil ja. Seinem Bruder hat das Apartment gehört. Ah, okay. Und ich habe es von ihm gemietet. Alles klar, genau. Weil der ist hier, ihr kennt euch. Deswegen ja. Deswegen steht auch stehen zwei Namen auf der Klingel, aber ich wohne nur hier. So zwischenmenschlich weiß man nicht. Ist geheim. Geheim ist es nicht, aber... Tja, ob der Herr Petroni aus Nizza und die Paulina aus Nizza wohl zusammen sind? Vielleicht gibt es am Ende dieser Geschichte eine Antwort. Jetzt erstmal zu Paulina. Die 26-Jährige hat bei Instagram über 370.000 Follower und wurde durch die folgenden Reality-TV-Formate bekannt. Ich habe angefangen bei Köln 50667. Ach so. Genau, also dann? Genau. Dann Temptation Island VIP, Ex on the Beach. Ex on the Beach. Das war im Januar jetzt, ja. Auf 90 französischen Quadratmetern wohnt die Paulina seit einigen Wochen für etwa 1.500 Euro im Monat. Die Wohnung ist schon etwas, naja, französisch verlebt, hat aber auch deshalb einen gruseligen Extra-Charme. Das hat ja jetzt niemand irgendwie extra gemacht. Nee, das war so vorher. Oh, hier war bestimmt, weil hier war so eine alte Frau und die, okay, gut. Kennst du das nicht in den Filmen, wenn da immer ich würde so mir das nochmal überlegen. Also, ehrlich gesagt, ich wohne ja hier übergangsweise, ne? Ja, vor allem im verlebten Schlafzimmer frage ich mich, wie steht es hier um das aktuelle französische Bettwanzenproblem? Diese Bettwanzenproblematik. Ja. Hast du auch schon drüber nachgedacht? In Frankreich? Ja, aber das ist hast ja du hauptsächlich, keine gesehen? Das ist in Paris hauptsächlich. Was in Paris ist, auch in Nizza am Ende. Ja gut, immerhin sind das ein paar Stunden Unterschied. Der Pariser kommt gern mal Wochenende oder Sommerfrische hier, ne, Nizza. Aber du hast noch keine gesehen, Bettwanze. Ich habe noch keine gehabt und auch keine gesehen. Und nee, auch sieht doch. Keiner sieht von meinen Freunden hatte hier irgendetwas. Gucken, ob ich hier eine Bett... Nee, alle gut. Nee, alle. Auch wenn die Paulina mit teuren Taschen und pfiffigen Hüten abzulenken versucht, zwischendrin forsche ich immer mal wieder nach dem Liebesgeheimnis. Und sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Das sag mal, Paulina, hast du eigentlich einen Freund? Also. Freunde habe ich viele, ja. Apropos Ex-Freund und Promi-Big Brother. Jellis Kotsch zieht mit Paulina bei Promi-Big Brother ein. Und Paulinas Ex-Freund, der Influencer Yassin Mohammed, ist angeblich gerade der aktuelle Freund von Jellis Kotsch. So sehr ich ihm es auch gönnen würde, der Mann ist alle 2 Monate in eine neue Traumfrau verliebt. Also hast du dir jetzt vielleicht vorgenommen, dann, wenn du Jellis siehst, dann auch mal mit ihr so mal drüber zu reden? Nee. Das ist ja nicht meine Angelegenheit. Und worüber Paulina mit Jellis auch schön quatschen könnte, wäre das Thema Schönheits-OPs, oder? Die Brüste sind nicht echt. Ah ja. Und die Lippen habe ich mir spritzen lassen. Sonst ist alles, wie es war. Aber mal immer schön Finger von Schönheits-OPs lassen. Oder man macht es vernünftig. Ja, und so richtig vernünftig wäre das folgende, liebe Paulina, hier im schönen Nizza. Du bist ja jetzt hier auch alleine, ja. Also, dass du vielleicht hier auch mal einen Mann findest. Mhm. Ne? Also, so einen Franzosen, so einen netten. Ja, ja. Ja. Also, ich würde dir da wirklich empfehlen, halt die Augen offen. Mach ich. So, unterwegs war ich mit Paulina vergangene Woche, Mittwoch in Nizza. Vorgestern gab es bei Instagram die große Meldung, ja, Paulina ist mit Tommy Petroni zusammen. Ich hab's doch die ganze Zeit geahnt. Wie sich die frisch verliebte Paulina Ljubas alleine bei Promi Big Brother schlägt, das hier ab Montag, dem 20. November, täglich live in Sat.1 und auf Join. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.